Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video der Sternwarte Diedorf und mit einem ganz besonderen Himmelsereignis, nämlich mit einer Nova. Und das Besondere diesmal ist, die ist super selten. Die tritt nämlich nur so alle 80 Jahre ungefähr auf. Und was es genau mit der Nova auf sich hat, wie ihr die vor allem auch am besten sehen könnt und vor allem auch wann und noch vieles mehr, das erfahrt ihr in diesem Video. Also dranbleiben. Also, bevor wir beginnen, müssen wir überhaupt klären, was genau ist eigentlich eine Nova. Vielleicht habt ihr ja mal den Begriff gehört, Supernova. Ist im Endeffekt dasselbe, aber es gibt dann doch ein paar kleine feine Unterschiede. Und zwar zum einen, eine Supernova ist eine Explosion von einem massereichen Stern, der quasi am Ende seines Lebenszyklus dann alle Brennstoffvorräte aufgebraucht hat, die er für seine Kernfusion braucht. Und dann explodiert er quasi in einer spektakulären Explosion. Eine Nova auf der anderen Seite ist eigentlich nur das kurze Aufleuchten eines Sterns, der aber zuvor eigentlich gar nicht so sichtbar war am Nachthimmel. Der war eigentlich schwach, leuchtet dann eben kurz mal auf und wird danach aber wieder schwächer. Und das Besondere an der Nova ist, die passiert dann doch häufiger oder passiert regelmäßig, kann immer wieder auftreten, während eine Supernova halt nur ein einmaliges Ereignis ist, denn da explodiert nun mal der Stern. So, was genau passiert jetzt aber bei dieser Nova? Also, die Rede ist von T. Coronae Borealis, im Sternbild nördliche Krone, daher auch ein bisschen der Name. Was genau da jetzt aber passiert, das sehen wir eigentlich gar nicht so von der Erde aus. Die sieht man auch mit dem bloßen Auge überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen mal die ungefähr 2700 Lichtjahre dorthin reisen und schauen, was dort wirklich passiert. Wenn wir uns mal von der Nähe anschauen, dann haben wir nicht nur einen Stern, nein, wir haben sogar ganze zwei Sterne. Das ist nämlich ein Doppelsternsystem, bestehend einmal aus einem roten Riesen und einem weißen Zwerg. Und die beiden umkreisen sich. Das Besondere daran ist, dass sich quasi der weiße Zwerg Masse aus dem roten Riesen klaut. Der saugt quasi die Masse ab, die kreist dann quasi um den weißen Zwerg herum und irgendwann mal, wenn dann halt zu viel Masse dann da ist, die muss ja auch irgendwo hin, da staut sich dann doch sehr viel Energie an. Und irgendwann mal ist es so weit, dass diese Energie quasi in einer thermonuklearen Reaktion quasi explodiert. Und das erzeugt dann ein sehr grelles Leuchten, wodurch sich quasi dieses System der Stern quasi um das Vielfache an Helligkeit erweitert. Und weil eben diese thermonukleare Reaktion den Stern so viel heller werden lässt, kann man dieses Leuchten dann hier auf der Erde beobachten. So, woher weiß man jetzt aber letztendlich genau, wieso oder wann genau das passiert? So genau weiß man das eigentlich gar nicht. Forscher haben einen Zeitraum von Februar bis September diesen Jahres festgelegt, wann nun endlich diese Nova passieren wird. Das ist gar nicht mal so genau, aber woher weiß man dann, dass das eben in diesem Zeitraum passiert? Das weiß man, weil man sich die Vergangenheit angeschaut hat. Wenn man die Vergangenheit kennt, kann man Rückschlüsse darauf in der Zukunft ziehen. Denn diese Nova ist nämlich schon mal passiert, vor 80 Jahren eben genau. Genau gesagt im Jahr 1946, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist quasi der Stern zunächst etwas dunkler geworden. Da hat sich quasi die Helligkeit erstmal ein bisschen verringert, bevor er dann quasi explodiert ist und dann quasi das helle Leuchten erzeugt hat. Und dieses Verhalten, das zeigt er eben, hat er auch schon letztes Jahr gezeigt. Da ist nämlich im März letzten Jahres, ist er eben kurz etwas dunkler geworden. Und das war quasi das Anzeichen darauf, hey, jetzt müsste so langsam mal die Nova passieren. Und diese Beobachtungen, die hat man eben auch schon etliche Jahre zuvor gemacht. Und da gehen die Aufzeichnungen zurück bis ins 13. Jahrhundert, dass eben dort am Nachthimmel in der nördlichen Krone ein neuer Stern aufgetaucht ist. So, wo befindet sich jetzt aber genau die Nova? Da müssen wir eher in dem namensgebenden Sternbild schauen, nämlich der nördlichen Krone, Corona Borealis. Und nein, das hat jetzt nichts mit dem Virus zu tun, das ist wirklich nur die Krone. Und die befindet sich nämlich zwischen ungefähr so dem linken Arm vom Bärenhüter und dem Herkules da oben. Da befindet sich dazwischen eingeklemmt die nördliche Krone. Und die Nova davon, T. Coronae Borealis, die ist eher so auf der linken Seite, im linken Bereich, so ein bisschen unterhalb von der Krone.
da wird die dann auftauchen. Und die kann man eigentlich auch ziemlich gut sehen. Die wird dann eine Helligkeit, so eine Magnitude von 2 erreichen. Das ist ungefähr so hell oder fast gleich so hell wie der Polarstern. Also die kann man doch ziemlich gut sehen. Und auch mit dem bloßen Auge, da braucht es gar keine Fernsehastronomiegeräte. Die wird dann für ein paar Tage so in dem Helligkeitsspektrum sichtbar sein. Danach schwacht es dann ein bisschen ab, aber kann man immer noch mit dem Fernglas dorthin schauen und die beobachten. Und ja, dann wird die erst wieder in 80 Jahren sichtbar sein. Denn, wie wir ja vorhin gelernt haben, die kommt nur alle 80 Jahre. Das heißt, es ist eigentlich mal wieder ein Grund mehr, in den Nachthimmel zu schauen, oder? Und wer das nicht kann, der kann auch mal bei uns vorbeischauen. In die Sternwarte Diedorf. Wir haben ja jeden Freitag 20 Uhr geöffnet. Also einfach mal vorbeikommen und vielleicht mal schauen in den nächsten Tagen. Und einfach mal ein bisschen mehr in den Nachthimmel schauen. Dann könnte man vielleicht die Nova auch sehen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch mal ein Like da oder schreibt es uns in die Kommentare. Und bis zum nächsten Himmelsereignis. Tschüss!